Tritra-Trullala. Wie fangen wir denn hier am besten an? Wie kommen wir jetzt von einer Kommentarspaltenzensur auf Impfschäden oder entsprechendes Mitleid? Spielt eigentlich keine Rolle, weil ist ja eh wieder hier alles nur ein selbsttherapeutischer Ansatz, sag ich mal. Die Zuschauerzahl, also die Zuschauer, die das sich hier ansehen, sind ja eh gleichgesinnte, von daher, ja, wenn man denen immer wieder sagt, dass man ihrer Meinung ist, wird das keine gesellschaftlichen Veränderungen hervorrufen. Ich habe hier mal wieder ein Beispiel von Kommentarspaltenzensur, dass hier die Manuela Purath, die kommentiert hier, dass er meint, die müssten alle gerichtlich erstmal aufgearbeitet werden. Und ich hatte schon gesehen bei meinem Kommentar, 6 Antworten waren angezeigt, ich konnte aber nur 4 sehen. Da war mir schon wieder relativ klar, dass diese meine Antwort hier nicht großartig zu sehen sein würde. Dass ich der Meinung bin, man sollte die betreffenden Verantwortlichen erstmal alle komplett durchimpfen, durchboostern, ohne Aspiration, und die hätten eben nur ein paar Vitamine gekriegt. Behaupten gewisse Schwurbler, würde ich ja nie sagen, sowas. Deshalb habe ich es auch als Verschwörungstheorie gekennzeichnet. So, wie viel Spaß mir das macht, Kommentare abzulatzen, auf die man nie eine Antwort kriegt und die auch keiner lesen kann. Da habe ich ja schon mehrere Videos drüber gemacht. So, jetzt ist aber wieder was schiefgegangen. Manchmal, ich meine, da sind manchmal 20 Antworten auf einen Kommentar und ich werde aber nur über eine dieser Antworten benachrichtigt. So zum Beispiel die von EntaJD. Wobei ja eigentlich klar ist, dass sie nicht an mich gerichtet ist, sondern an den Kommentator. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil ich benachrichtigt wurde und das eben gerade ein paar Minuten erst her war, habe ich mir die Mühe gemacht, den mal zu fragen oder die oder das, ob er meinen Kommentar sehen konnte. Weil ich kennt ja schon, man kann ja halt selber auch von fremden Accounts mal kontrollieren und stellt dann fest, nee, von fremden Accounts sind die eigenen Kommentare gar nicht sichtbar. So, und da sind wir jetzt hier. Ich hatte denn eben nicht nur die Benachrichtigung über diese Antwort gekriegt, sondern ich habe auch eine Benachrichtigung darüber gekriegt, dass ich eine Antwort auf meine Frage gekriegt habe. Da ist er doch. Und da sagt EntaJD eindeutig, nö, konnte ich nicht sehen. Ich bedanke mich hiermit nochmal ausdrücklich für die Mitarbeit. So. Und jetzt ist der Fall mit der Kommentarspaltenzensur eigentlich erledigt. Eigentlich ist es erledigt. Kommen wir mal zu dem Themenwechsel, also zu dem Thema, wie, also der Gedankensalat, der sich mir aufgedrängt hat, weil ich mache ja Videos über diese Kommentarspaltenzensur schon seit mehreren Jahren, 5 circa, mindestens, dass damit die Meinungsfreiheit eigentlich nur noch so rum funktioniert, dass der Medienbetreiber, nenne ich es jetzt mal, ob das eine Zeitung ist, ein Fernsehsender oder ein YouTube-Channel, also eine YouTube-Plattform, Facebook, Twitter, alles dasselbe. Die Betreiber dieser Medien haben die Freiheit, die Meinung nach ihrem Gutdünken zu verbiegen, indem sie unangenehme Meinungen weglassen oder notfalls auch angenehme Meinungen verstärkt präsentieren.
dass damit eine freie Meinungsbildung nicht mehr möglich ist und die Demokratie schon von hinten hart gebügelt wird. Ist meine These. Will aber niemand glauben, dass da der Faschismus schon anfängt. Dass man sich A. nicht traut, noch zu sagen, was man denkt. Und wenn man sich das traut, wie der Herr Ganser zum Beispiel, entsprechende Probleme bereitet bekommt. So fängt Faschismus, Diktatur, totalitäres System immer an. Jedes Mal wieder aufs Neue. Aber die Menschen werden es nicht lernen. Und die sagen dann zum Beispiel Sachen wie, pff, ich mache ja kein YouTube. Oder ich gucke ja das nicht. Oder glaube ich nicht. So wie sie zu den Chemtrails am Himmel, die da versprüht werden, sagen, das ist nur ein Kondensstreifen, habe ich mal gehört. Wissenschaftler sagen, so wie der Harald Lesch, wir haben nur Kondensstreifen. Und ich habe auch schon von einem relativ jungen Menschen 2022 gehört, ja, selbst weil ich es ihm quasi gezeigt und bewiesen habe, ja, selbst wenn du denn jetzt da recht hättest, sagt er zu mir. Was willst du denn da machen? Du kannst doch nichts machen. Ja, sag ich, wenn wir genau die Einstellung alle haben, da kann man ja nichts machen. Natürlich, dann kann man da nichts machen. So kann man da nichts machen. Wenn man die Demokratie zwar eingeredet bekommt, aber nicht einfordert, nie leben kann. Auch nicht leben will, offensichtlich. Ja, also die Oberschwurbler und Oberverschwörungstheoretiker, die Aluhutträger, die haben solche Menschen ja immer Schlafschafe genannt. Und den habe ich und viele andere schon damals, lange Zeit ist es her, ein hartes und böses Erwachen prophezeit. Also ich meine, das Erwachen eines jeden war nicht schmerzlos. Meins auch nicht. Erwachen ist immer scheiße irgendwie. Weiterschlafen ist eigentlich immer deutlich angenehmer. Ja, aber ich meine, ich mache ja nur erst seit 10 Jahren mit. Aber da gibt es ja Leute, 20, 30 Jahre versuchen, die hartnäckig Menschen zu wecken. Und die Menschen wehren sich dagegen und weigern sich, hier weg zu werden. So, da kommen wir dann nämlich jetzt wieder auf die Impfschäden. Wie viel Mitleid ich denn mit diesen Leuten habe. Tut mir leid. Eigentlich tut's mir noch nicht mal leid. Ist nur so ein dummer Spruch. Ich habe kein Mitleid mit diesen Leuten. Sie hätten sich 20 Jahre lang schon besser informieren können über das System, in dem sie leben. Sie hätten ihre demokratische Pflicht zur Information ihrer selbst wahrnehmen müssen, können, sollen. Und da sie lieber geschlafen haben, ist das Erwachen eben jetzt böse. Angesagt zählt übrigens doppelt, sagte man im Skat. Ich habe auch schon den Vergleich mal woanders gebracht, wo ich sage, manche Leute, die eben gleich einen tödlichen Verlauf der Impfung hatten, die sind noch nicht mal mehr aufgewacht. Eigentlich haben die es gut. Die mussten nicht schmerzhaft erwachen, die sind gleich eingeschläfert worden quasi. Ja, diesen Gedankensalat musste ich erst mal wieder irgendwo ablegen. Spielt ja hier auf dem Abstellgleis, auf dem ich mich befinde, ja keine Rolle. Schönen Gruß an die 53 Zuschauer, die dieses Video maximal erreichen wird. Eben die gleiche Sünden, die mich denn wahrscheinlich auch noch am besten verstehen. Ja,
Und ich habe hoffentlich mal wieder die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass ich irgendwie ein nervliches Wrack irgendwie werde oder auch noch ein körperliches Leiden entwickle, wie so ein Krebsgeschwür oder sonstigen Müll. Ich werde in diesem Zusammenhang mal ein paar in meinen Augen wertvolle Beiträge der Ritter der Meinungsfreiheit, ganz weit vorne, den werde ich gleich als erstes verlinken. Der hat sehr schön mal Archive zurückgespult und sich angehört, was der Lauterbach vor 10 oder 20 Jahren hier lullert hat. Also zum Beispiel um den, wie hieß er? Gutenberg. Genau, von und zu Gutenberg ging. Um seine gefälschte Doktorarbeit, um Lügen und um die Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit von Politik und Wissenschaft. Dieses Statement sollte man sich unbedingt auch noch mal zu Gemüte führen, um eigentlich mit geänderten Namen dem Herrn Lauterbach das heute noch mal genauso auch um die Ohren zu hauen. Das erinnert mich schwer an die RBB-Intendantin, wo auch mal einer zurückgespult hat im Archiv, wie sie sich über Korruption und Vorteilsnahme anderer äußert, bevor sie denn erwischt wurde. Ich bin ja da sehr schlecht im Zurückspulen oder im Archivieren solcher Beiträge oder im Recherchieren von eben entsprechenden Archiven. Das ist mir bereitet jetzt schon körperlichen Schmerz, heute überhaupt ein oder zweimal Nachrichten zu hören oder irgendwelche anderen Mainstream-Beiträge. Da kriege ich schon jedes Mal Pickel eigentlich irgendwo. Irgendwo wächst mir eigentlich immer ein Pickel. Egal ob die Faeser, die Baerbock oder der Lauterbach oder der Scholz, es ist scheißegal, wer sich da den Maul aufmacht. Es ist völlig gleichgültig. Ich hatte noch drüber nachgedacht, ob es Sinn macht, überhaupt ein Video zu machen. Aber ich merke jetzt schon, mir ist wieder besser. Bumpis und Om.